die dritte im Bunde sozusagen. Schön, dass ihr alle da seid, so kenne ich Boeing. Oft sind die Runden zwar klein, aber dafür sehr fein und gehaltvoll und effektiv. Jetzt wollte ich noch mal Stift, brauche ich irgendwie immer. Conny, super, dass ihr als SPD-Ortsverein den Abend organisiert habt. Also vielen Dank dafür. Und wir haben heute so eine Mischung aus, was macht Boeing da eigentlich so erfolgreich? Oder schauen wir mal, ob Boeing auch so erfolgreich ist, wie ich persönlich das eigentlich immer wieder empfinde, vor allem auch im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis, aber auch zu anderen Gemeinden bayernweit betrachtet. Die kommen gerade jetzt in meiner Funktion als stellvertretende Ausschussvorsitzende im Sozialausschuss bayernweit ganz ordentlich rum, weil man da natürlich auch gern gerufen wird für Termine, zu Gesprächen und so weiter. Und da denke ich mal immer, also ich denke einfach ganz oft an Boeing, nicht nur, weil ich gern zurückdenke an die Zeit, wo ich in Boeing gewohnt habe, die auch sehr dynamisch und so quirlig war, sondern weil Boeing für mich schon irgendwie auch immer so ein bisschen was hat von Zukunftslabor, Familienpolitik. Aber Labor nicht im Sinne von wir versuchen mal, sondern einfach von innovativen Ideen. Und ich glaube, das ist also der Punkt, ich habe gerade auch schon so vor der Veranstaltung so ein bisschen berichtet, was Boeing für mich da auch immer so besonders gemacht hat und besonders macht nach wie vor. Man hat es geschafft und ich glaube, das liegt einfach schon auch mit an der Gestaltungskraft und am Gestaltungswillen des Bürgermeisters, aber auch des ganzen Gemeinderats letztendlich. Man wollte immer schauen, was brauchen die Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch ganz besonders, was brauchen die Familien am Ort. Und es war, Boeing ist ja schon immer, du hast es kurz skizziert, auf Expansion ausgelegt gewesen. Und diese Wahlkampfgeschwüre, das ist ja echt der Hammer dabei, 5 oder 6, ja. Da wird dann nur so bewusst, wie lang das schon her ist. Und wenn man da mal schaut, was da so Innovatives damals schon formuliert wurde, also nicht nur das Gymnasium, das du erwähnt hast, sondern eine Altentagesstätte. Also heute würde man eher sagen, eine Seniorentagesstätte. Aber unter dem Unterpunkt Altenhilfe wurde neben dem Flugheim, vielleicht von Arbeiterwohlfahrt oder so, eben auch eine Altentagesstätte aufgeführt. Und ich muss sagen, so erlebe ich Polen nach wie vor, dass auch Engagement und Kreativität zugelassen wird, dass das gewollt ist. Maria, wir haben damals, als ich in Polen gewohnt habe, am familienpolitischen Arbeitskreis auf deine Initiative, eigentlich auf deinen Impulsen gegründet. Da waren wir auch nur eine kleine Gruppe von Frauen, haben aber doch einiges bewegt, weil wir haben familienpolitische Themen gesetzt, dazu eingeladen und einfach in offenen Runden diskutiert, haben uns damals auch Impuls von außen geholt, haben uns da Fachreferenten dazu geholt und wollten wissen, was brauchen Kinder, was brauchen Familien und haben daraus dann auch versucht abzuleiten, was soll am Ort passieren. Und das ist eine Grundhaltung, die ich auch als Kommunalpolitikerin in Ebersberg als sehr förderlich finde. In Ebersberg ist das ganz anders. Also da, wo Boeing zum Beispiel schon sehr früh oder relativ früh, ja, vor 20 Jahren ungefähr den Bedarf an Kindertagesbetreuung und Krippenbetreuung erkannt hat, habe ich dann ein ganz anderes Klima erlebt, als ich zurück bin nach Ebersberg und mir dachte, diese gute Idee von Boeing, die nehme ich gleich mal mit und stelle einen Antrag auf eine Kinderkrippe in Ebersberg. Und da war relativ schnell Schluss mit der Debatte im Stadtrat, weil der Bürgermeister gesagt hat, bei ihm hätte noch keiner an der Rathaustür geklopft und nach dem Krippenplatz gefragt. Und wenn der Chef quasi das, der Gemeinde schon mal so die Ansage macht, dann kann man sich vorstellen, dass die Kollegen seiner CSU-Stadtratsfraktion sich auch nicht anders verhalten. Und da haben wir halt noch schlimm die Debatten zum Thema Rabenmütter und kein Bedarf überhaupt geführt. Also so waren eben damals vor 20, 25 Jahren schon die Unterschiede zwischen dem innovativen, quirligen, dynamischen Polen und dem doch eher, ja, ich sag mal, sehr konservativen,
Ebersberg. Vielleicht liegt es am Wald dazwischen. Vielleicht ist der Wald einfach ein bisschen weiter. Ja. Also so viel dazu. Ja, wenn wir jetzt mal vielleicht bei den Jüngsten beginnen. Also Poing hat ja insgesamt eine gute soziale Infrastruktur. Ja. Da könnte man jetzt wahrscheinlich mehrere Abende füllen. Also für Familien gibt es ja nicht nur die Kindertagesbetreuung oder jetzt eine ganze Bandbreite der Schulen, sondern es gibt ja auch schon unglaublich langes Familienzentrum. Wann wurde das? Das feiert heuer, glaube ich, im Herbst 30-Jähriges, gell? Ja, genau. Also ich habe das damals als junge Mama ja auch sehr geschätzt und mitgenutzt. Und es war für mich oft schon so ein Rettungsanker zu wissen, es gibt ein Familienzentrum. Und da gehe ich hin und da treffe ich andere Mamas, manchmal auch Papas, aber es waren halt überwiegend die Frauen, die sich dann dort auch getroffen haben. Und es gibt eben diese gute Infrastruktur im Bereich der Kindertagesbetreuung. Conny, du hast das schon angesprochen. Du hast die Betreuungsquote angesprochen, 100%. Also ich habe erst vergangene Woche vom Bürgermeister erfahren, dass man jetzt dann sogar drüber liegt mit 110%. Und zumindest vorübergehend Nachbargemeinden, die gerade ein bisschen Not haben, Plätze anbieten kann. Ja, also das ist wirklich Nachbarschaftsdienst im feinsten Sinne, wenn man sogar über die eigene Kommune dann ein bisschen hinausdenkt oder schaut, wer arbeitet denn vielleicht mit Poing, will der Familie vielleicht das Kind auch mitbringen an den Ort der eigenen Arbeit. Aber das ist das eine mit der 100% Betreuung. Für mich ist noch mal ganz interessant gewesen die Zahl, dass insgesamt 48% aller Kinder im krippenfähigen Alter in Poing, also 48% der Kinder von einem halben Jahr bis drei, also die typischen Krippenkinder, werden in Krippen betreut. 48%. Das liegt sogar noch über der vom DJI formulierten Bedarfsprognose von 42% bayernweit. Ja? Also da sieht man mal, es gibt Ortschaften, da werden sogar noch mehr Kinder betreut. Und wir liegen bayernweit nach wie vor bei 27%. Das ist der Punkt, den ich landespolitischer immer wieder einbringe. Es heißt zwar immer, es wird bedarfsgerecht ausgebaut und mir ist schon bewusst, dass die Kommunen da ihren Teil auch dazu beitragen müssen. Aber wie soll es denn funktionieren, also gerade in Verbindung des Fachkräftemangels, der in dem Bereich da ist, wenn wir nicht verstärkt ausbilden, wenn wir nicht den Beruf insgesamt attraktiver machen, die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen für die Erzieher verbessern, bis hin zum Thema bessere Bezahlung, dann werden wir da dem Fachkräftemangel auch wenig entgegensetzen können. Also dieser Strauß an Maßnahmen von Qualitätsverbesserung über Arbeitsbedingungen verbessern bis hin zur Bezahlung wird dazu führen, dass wir dann auch ausreichend Fachkräfte haben werden. Da bin ich so überzeugt davon, dass wir auch wieder mehr Fachkräfte in den Beruf zurückholen könnten, weil ähnlich wie in der Pflege scheiden nach 8 Jahren ein Großteil der Fachkräfte aus dem Berufsfeld aus. Also diese 8 Jahre, das ist vielleicht so, sagen wir, der Klassiker, wenn man die Erzieherausbildung macht, direkt nach der Schulausbildung, dann ist man so knappe 20, 8 Jahre später ist man im gebärfreudigsten Alter überhaupt. Also da kriegen halt dann viele ihr erstes Kind und dann überlegt man sich gut, ob man dann wieder in den Beruf einsteigt oder ob man sich nicht doch irgendwo einen Bürojob oder so sucht in Teilzeit, wo zumindest die Bezahlung auch nicht unbedingt schlechter ist als in der Kita. Also das ist sicherlich mit dem Grund und wir haben gut ausgebildete Fachkräfte und merken einfach, dass uns die abwandern und sehr viele arbeiten auch in Teilzeit, unter anderem mit der Begründung, also nicht nur um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, sondern einfach, weil sie erschöpft sind. Und ich bin bayernweit in wirklich vielen Kitas unterwegs, weil das ja schon so ein bisschen mein Leib- und Magenthema auch ist und auch war, als ich da vor 4,5 Jahren in den Landtag eingezogen bin.
Und gerade die Erschöpfungserkrankungen, also diese ganzen Burnout-Formen mit all den Abstufungen, nehmen gerade zum Beispiel auch bei Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen wirklich signifikant zu. Also das sind auch die Rückmeldungen der Krankenkassen. Und da läuft halt einiges schief und es kann auch nicht sein, dass eine Erzieherin oder eine, die eben in der Kita arbeitet, unabhängig davon, welche Qualifikation sie in besonderer Weise hat, am Abend nur noch am Sofa liegen kann und am Wochenende auch nicht viel mehr los ist, weil die Regenerationsphase einfach so groß ist, damit sie dann ihren Job auch wieder gut leisten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Unzufriedenheit auch so zunimmt. Mittlerweile hat sich irgendwie rumgesprochen, dass die Rauscher im Landtag das Thema Kita immer fleißig bearbeitet und ich kriege ganz viele E-Mails, auch bayernweit mittlerweile. Es ist zum Teil auch sehr berührend und ich komme ja selber ursprünglich aus dem Berufsfeld und finde, dass es sehr stark zunimmt, dass die Fachkräfte sagen, wir sind so gut qualifiziert und wir sind auch gut weitergebildet. Also es gibt wirklich viele, die den Anspruch an sich selber haben, eine sehr gute pädagogische Qualität für die Kinder abzuliefern. Aber es ist nicht mehr leistbar, weil wir personell so knapp sind, dass wir die gute Pädagogik gar nicht mehr umsetzen können. Also gerade auch im Krippenbereich ist oft die Rückmeldung, dass sie das Gefühl haben, sie sind nur noch da zum Abfüttern und Popo sauber machen, aber eigentlich die sehr guten Vorgaben, die auch der Bildungs- und Erziehungsplan formuliert, der ja Grundlage ist für den Bereich der frühkindlichen Bildung, ist durchweg nicht leistbar. Ja. Und das eine ist der Fachkräftemangel, aber es gibt auch Einrichtungen, die oftmals personell gar nicht so schlecht ausgestattet werden, was nicht ist bei euch, Maria, aber diese starken Stundenschwankungen, die oftmals durch Umbuchungen der Kinder anfallen. Also die Arbeitszeiten der Erzieher sind ja stark gekoppelt mit den Buchungszeiten der Kinder. Das heißt, fallen Buchungszeiten der Kinder weg, weil die Eltern weniger buchen, weil sie wegziehen, egal aus welchen Gründen. Dann muss der Arbeitgeber auch immer sehr gut schauen, ob er nicht vielleicht die Personalstunden anpassen muss. Und ich habe Anfang Februar ein größeres Treffen mit Erziehern gehabt im Bayerischen Landtag. Und da war eine, die war die Tränen nahe, weil sie gesagt hat, sie hätte die letzten 4 Jahre 12 Änderungsverträge bekommen von dem Arbeitgeber. Ich bin mir nicht sicher, ob das arbeitsrechtlich überhaupt zulässig ist, aber vielleicht immer betriebsbedingt. Also die war 12-mal in 4 Jahren der Situation ausgesetzt, dass ihr Arbeitsvertrag angepasst wurde. Genauso wenig Planungssicherheit, wie du, Lena, das vorher bei den Lehrern angesprochen hast. Also man kann damit nicht in die Zukunft planen, man hat keine finanzielle Sicherheit, mit Familie ist es noch dazu schwieriger. Und das Auffallende ist, dass oftmals auch eher die jüngeren Fachkräfte nur befristete Arbeitsverträge bekommen und dann eben in diese Stundenerhöhungen oder Reduzierungen sehr gefangen sind. Also auch da haben wir tatsächlich zunehmend, etwas prekäre Arbeitsverhältnisse, weil einfach diese Planung wegbricht und somit auch die Sicherheit. Ja, zurück zu Poing. Also es war ja Poing, zum Beispiel auch die Trägervielfalt, auch schon immer ein großes Anliegen. Ihr habt ja hier in Poing unterschiedlichste Kita-Träger, die auch im Rahmen von runden Tischen auch immer wieder von der politischen Seite her zusammengenommen wurden, überhaupt Anbieter im Bereich der kommunalen Jugendhilfe, wenn ich es mal so vielleicht zusammenfassen darf, wo auch immer gehört wurde, wo liegt denn der Bedarf, also wo muss die Gemeinde nachjustieren. Momentan ist ein großes Thema, habe ich festgestellt, der Bereich der Hortbetreuung.
Wir haben bayernweit die Situation, dass es insgesamt, also insgesamt sind nur 16% aller Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Grundschulzeit überhaupt in Ganztagsbetreuung. Davon noch nicht mal gebunden an Ganztag, den wir als Sozialdemokraten ja immer als den besseren betrachten. Aber insgesamt nur 16%, der Bedarf ist auch da deutlich höher, weil selbst die Familien, die ihre Kinder nicht unbedingt in der Krippe hatten, sie vielleicht aber in den Kindergarten geben, weil es ist einfach Standard, sogar im Berchtesgadener Land, wo ich vor kurzem auch war, aber die Familien im Berchtesgadener Land, die sagen auch, spätestens dann, wenn unsere Kinder in die Schule kommen, brauchen wir ordentliche Betreuung, weil spätestens dann wollen auch die Mütter im Berchtesgadener Land wieder arbeiten gehen. Also das ist mir einfach so aufgefallen, weil ich hatte den Eindruck, ich fahre ins Berchtesgadener Land und da ist die Welt noch in Ordnung, in Anführungszeichen, weil da tatsächlich die niedrigste Krippenbetreuungsquote herrscht. Und dann habe ich da mal ein bisschen nachgefragt und dann kam eben raus, dass die da tatsächlich mittlerweile ist der Bedarf auch erhöht, aber der Bedarf ist nicht so groß, aber eben dann im Schulkindbetreuungsbereich. Und auch da fordern wir als SPD-Landtagsfraktion den guten Ganztag. Denn die Mittagsbetreuung, auch wenn sich Träger und die Herren und Frauen, die dort arbeiten, mit Sicherheit größte Mühe geben, aber ursprünglich, wenn wir mal ehrlich sind, da war auch meine Tochter, die ist jetzt 25, als die in der ersten Klasse war, da hat man so die Mittagsbetreuung angefangen auszubauen. Gell? Das war doch so die Zeit. Und da ging es darum, so diese Stunde über Mittag irgendwie noch die Kinder betreut zu wissen. Weil gerade bei den Erstklässlern, da wäre halt der Unterricht um 11:30 aus gewesen, da hätte man ja gar nicht zur Arbeit gehen können. Und dann war eigentlich so der Plan, ja so bis 13 Uhr, dann war es glaube ich mal 13.30 Uhr und 14 Uhr, so das war so der Plan. Da war der Anspruch nicht wirklich groß an die Qualität der Betreuung, weil es ging vor allem darum, dass die halt nur gut versorgt sind und dort ihr Brotzeit machen können. Aber natürlich, je länger die Kinder dort auch betreut wurden von der Zeit, umso höher wurde auch die Anforderung an die Qualität, an die Hausaufgabenbetreuung und überhaupt pädagogische Angebote. Und da kam aus meiner Sicht dann schon auch das Ungleichgewicht in die ganze Sache rein, weil ursprünglich dafür die Mittagsbetreuung ja gar nicht gedacht wurde, weil man aber im Hortausbau insgesamt bayernweit sehr nachhinkte, hat man ordentlich in die Mittagsbetreuung investiert, bis hin zu offener Ganztag und wie es jetzt heißt, also wir haben mittlerweile einen Betreuungsflickenteppich im Bereich Schulkinder, das ist unglaublich. Und mit dem Ergebnis, dass sich die überwiegend Frauen in der Mittagsbetreuung beschweren, weil sie nicht so gut verdienen, berechtigterweise, es ist ein etabliertes Angebot. Andererseits bringen sie halt nicht die Qualifikation mit, die eine Erzieherin im Hort mitbringt. Ja? Also wie ließe es sich erklären, einer engagierten Mama in der Mittagsbetreuung genauso viel zu zahlen wie einer ausgebildeten Fachkraft im Hort? Also es passt einfach nicht mehr zusammen. Wir haben keinen ordentlichen Ausbau im Bereich Ganztag, schon gleich gar nicht im gebundenen Ganztag. Das ist verschwindend gering, ich glaube 1,6% oder irgend sowas. Und wir hinken im Bereich Hort hinterher. Jetzt haben die Eltern mittlerweile erkannt, dass ihnen die Qualität des Hortes eigentlich sehr wertvoll ist. Und hier in Poing habe ich in der vergangenen Woche zum Bürgermeister auch gesagt, dann baut es halt nur euer Mittagsbetreuung aus. So. Und da sagt er, das tun ja die Eltern nicht. Also die Familien hier machen anscheinend schon sehr deutlich, wir wollen dass die gute Qualität des Hortes. Und es gibt ja auch den ganz klaren Zusammenhang, da gibt es ja Untersuchungen dafür, wenn Eltern ihre Kinder sehr gut betreut wissen, egal ob im Krippenbereich oder bis hin zum Hort. Wenn die wissen, das ist richtig gute Qualität, dann geht es meinem Kind richtig gut, dann erhöhen die Arbeitszeit und erhöhen die Produktivität im Unternehmen. Also so viel zum Thema der Wirtschaft sollte eigentlich es auch ein Anliegen sein, im Bereich der Kindertagesbetreuung qualitativ hochwertig mit auszubauen. Ja. Also es hängt letztendlich doch alles sehr zusammen und besonders bemerkenswert ist tatsächlich, wenn jetzt Poing auch noch das Gymnasium hat,
dann ist Poing, glaube ich, wirklich die einzige Gemeinde im Landkreis, die wirklich alle Schulformen hat. Ich dachte mir vorher, stimmt denn, Vater Stetten hat auch Realschule und Gymnasium. Aber die haben kein sonderpädagogisches Förderzentrum. Ja? Und da ist wirklich Poing die einzige Gemeinde und da war Poing immer dran und den Anspruch hat Poing immer erhoben. Und was mir schon immer so gut gefallen hat in Poing, das ist tatsächlich diese Haltung, das ist uns wurscht, ob wir Fördergelder kriegen. Wenn unsere Familien brauchen, dann kriegen die das. Ja? Wie jetzt zum Beispiel auch zuletzt beim Bereich Asyl, kleiner Schlenker kurz zu dem Thema, als klar war, dass die Asylhelferkreise und auch die Flüchtlinge in Poing einfach mehr brauchen, als sie bisher bekommen haben, hat der Gemeinderat, ich glaube, auch einstimmig beschlossen, eine Stelle, eine volle Stelle, glaube ich sogar, gell, im Bereich Asylhilfe zu schaffen. Und wir diskutieren auf Landesebene immer nur, ob die Kommunen dafür Fördergelder kriegen oder nicht. Ja. Jetzt steht Poing zum Glück wirtschaftlich doch so gut da, dass man sich sowas auch gönnen kann. Aber die Haltung des Bürgermeisters war da ganz klar auch, das hilft ja nichts, wir brauchen es ja. Also ich und wir sehen, der Bedarf ist da und wenn ich den sozialen Frieden vor Ort und das Engagement der Helferkreise weiter aufrechterhalten will, dann muss da was passieren. Ja, und genauso war es im Krippenbereich und in manch anderen Bereichen auch. Ja, und das denke ich, das zeichnet Poing in ganz besonderer Weise aus. Ich habe zu meiner Mitarbeiterin im Vorfeld zu dem heutigen Abend gesagt, du such mal nur ein paar Zahlen und Fakten raus, damit ich bin immer ganz gern gut gewappnet, bevor ich auf Veranstaltungen gehe. Und dann hat sie mir so einen dicken Packen mitgegeben heute. Also da steht viel Schlaues noch drin. Damit will ich uns aber jetzt gar nicht überfrachten, denn zurück zum Ursprung, zu meiner Ursprungsaussage, Poing, da pulsiert die Familienpolitik und das Spannende heute Abend ist ja auch, dass wir ins Gespräch kommen, was Poing ausmacht. Da nehme ich gern in die Landespolitik noch ein bisschen Inspiration mit. Und was Poing künftig vielleicht noch mehr braucht. Erstmal danke fürs Zuhören.